So kommt ein Engel zu ihm, der einen Hammer in der Hand hält, einen Eisenhammer. Und in manchen Überlieferungen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Engel stumm und taub gemacht. Dass er dich nicht hört, wenn er dich schlägt, und dass er auch keine Gefühle für dich empfindet, Barmherzigkeit, wenn er seinen Auftrag erledigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Über dem Höllenfeuer sind Engel eingesetzt, die strengen Herzens sind. Keine Barmherzigkeit. Taub und stumm, er will dich nicht hören und er will dich nicht sehen. Weder will er sehen, wie du dich voller Schmerz herumdrehst, noch will er hören, wie dein Schrei sein wird. Taub und stumm. Allahu Akbar. Für wen? Für den Kafir und den, der gelebt hat wie ein Kafir.